Die Töpfe sind schon eine witzige Geschichte. Topf der G ist logischerweise immer noch die beste Topfkarte, die existiert. Und jeder Topf versucht irgendwie da ranzukommen oder zumindest Sachen ähnlich zu machen, aber trotzdem nicht broken zu sein. Der Topf der Gier ist natürlich eine ziemlich brokene Karte. Was wir heute machen ist, wir machen heute einmal eine kleine Übersicht von den Töpfen, die ihr aktuell spielen könnt. Und ich werde euch einmal verraten, welche ich als meiner Meinung nach den besten Topf ansehe, den ihr spielen könnt. Heißt, wir machen quasi ein kleines Ranking, wer der beste Topf ist, den ihr quasi in eurem Deck spielen könnt. Ich gehe das ungeachtet vom Preis an. Das heißt, wenn ihr denkt, oh, die Karte ist halt viel zu teuer. Es gibt ein paar Töpfe, die sind relativ teuer. Ist für mich heute egal, mir geht es wirklich darum, welche ist die beste Topfkarte für euer Deck. Wir beginnen mit der Topfkarte, die wahrscheinlich die älteste ist auf der Liste. Das ist der Topf der Gegensätzlichkeit oder Pot of Duality, wie ihn viele kennen. Was macht denn der Topf der Gegensätzlichkeit? Grabe die obersten drei Karten deines Decks aus, füge einen von ihnen deiner Hand hinzu. Zusätzlich mische danach die restlichen in dein Deck zurück. Du kannst nur einen Topf der Gegensätzlichkeit pro Spielzug aktivieren. Du kannst während des Spielzuges, indem du diese Karte aktivierst, keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist mal ein ganz cooler Effekt, weil die Karte nicht plus geht. Das heißt, diese Karte gräbt die obersten drei Karten aus, ihr bekommt davon eine Karte, aber ihr geht nicht plus. Das heißt, die ist entweder ein besserer Upstart, aber wichtig ist, die könnt ihr nicht in jedem Deck spielen. Denn sind wir mal ehrlich, in den meisten Decks, ihr wollt ja Spezialbeschwören, deswegen macht es nicht so viel Sinn. Früher wurde sie in vielen Decks gespielt, heutzutage ist sie delegiert für Decks wie jetzt True Deco zum Beispiel oder für Control Decks, die nicht wirklich Spezialbeschwören können, um halt wirklich die Karten zu bekommen, die ihr wollt. Mystic Mind zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel, wo es mittlerweile eine bessere Karte gibt, die ihr spielen könnt. Aber das ist auf jeden Fall eine Karte, die ihr da spielen könnt. Ist keine gute Karte. Von den sechs Topfkarten, die ich für euch heute habe, ist das Platz Nummer 6. Aber die Restriktion, dass ihr nicht Spezialbeschwören könnt, für den gesamten Spielzug ist halt schon ziemlich böse. Deshalb Platz Nummer 6 für den Topf der Gegensätzlichkeit. Gute Karte, aber nicht für jedes Deck. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Topf, der auch nicht plus geht. Und das ist der Topf der Gewinnsucht. Diese Karte ist ziemlich witzig, denn der englische Name ist ziemlich cool. Pot of Acquisitiveness. Dieser Name ist halt so witzig und das Artwork ist auch sehr cool, wenn ihr mich fragt. Die Frage ist, was macht der Topf der Gewinnsucht? Die hat einen ganz simplen Effekt, der sagt, wähle drei verbannte Monster, mische alle drei ins Deck, dann ziehe eine Karte. Du kannst nur einen Topf der Gewinnsucht pro Spielzug aktivieren. Auch da wieder, das ist eine Topfkarte, die geht nicht plus, aber, und das ist ganz cool, ihr könnt mit der auch gegnerische Monster zurück ins Deck mischen, um halt eine Karte zu ziehen, und die ist once per turn. Das Coole an der Karte ist, es gibt keine Restriction, was ihr nach der Aktivierung machen könnt. Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt mit der Karte. Aber auch da muss ich wieder sagen, es gibt ein nötiges Setup, was ihr haben müsst, damit ihr die Karte aktivieren könnt, nämlich gebannte Karten. Das heißt, die ist nicht in jedem Deck spielbar, sogar in sehr wenigen Decks. Und natürlich zieht ihr auch wieder nur eine Karte, das heißt, die ist wieder ein schlechterer Upstart. Also auch da wieder nicht ganz so krass, aber die kann euch die Ressourcen wieder zurückgeben, das kann sie wieder viable machen. Spontan fallen mir zwei Decks ein, wo die spielen können. Das ist einmal Dinos, da wäre es eine Option, um den Mistkiller zurückzuholen. Das probiere ich übrigens gerade aus. Und einmal ein Tribegate, um die ganzen Karten wieder zurückzuholen. Das ist, wenn ihr die Fallenkarte nicht spielen wollt, die halt die generell schon zurückholt. Da ist der Topf der Gewinnsucht halt spielbar und auch gar nicht verkehrt. Macht ihn aber jetzt nicht zu einer krass guten Karte. Deshalb auch Topf der Gewinnsucht für mich Platz Nummer 5. Von den sechs, die ich heute habe, eine gute Karte, spielbar, aber jetzt nicht richtig krass. Die nächste Karte kennen viele noch und das ist auch die einzige Karte in dieser Liste heute, einmal pro Spielzug aktivieren könnt. Das macht es jetzt aber nicht unbedingt broken. Der Topf, von dem ich rede, ist der Topf der Trägheit oder Pot of Avarice. Eine ziemlich coole OG-Karte. Das war so der zweite Retrain nach dem Topf der Gier, die wirklich ähnlich gut ist wie der Topf der Gier, aber ihr braucht dafür ein enormes Setup. Was macht denn der Topf der Trägheit? Wähle 5 Monster in deinem Friedhof, mische alle 5 ins Deck, dann ziehe 2 Karten. Auch da wieder, die zieht 2 Karten, die ist nicht once per turn, aber ihr braucht das Setup, dass ihr 5 Monster im Friedhof haben müsst, damit ihr die aktivieren könnt. Was auch wichtig ist bei der Karte ist, es müssen alle Targets wieder zurück ins Deck gemischt werden, damit die Karte auch resolven kann. Das kann manchmal, wenn der Gegner eine Eruption hat, wie Diddy Crow oder Corpse by the Grave, nicht unbedingt gut ausgehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Karte, die ist nicht once per turn und ihr könnt die in vielen Decks gut spielen. Die Decks, wo die halt richtig gut ist, ist halt Zudeck, die spammen ganz viele Monster in den Friedhof, da ist auf jeden Fall immer live. Und natürlich in so ziemlich allen Decks, die nicht mit dem Friedhof arbeiten, die also nicht so viele Ressourcen im Friedhof haben, da könnt ihr natürlich auch spielen. Das ist im aktuellen Meta nicht ganz so viel, ihr könnt die theoretischen Chedol ausprobieren, würde ich aber nicht empfehlen, aber auch da wäre es eine Möglichkeit, um Ressourcen wieder zu recyceln. Aber die meisten Effekte wollt ihr im Friedhof haben, deswegen ist sie nicht ganz so krass. Der Grund, warum diese Karte nur auf Platz Nummer 4 ist, es ist keine Starterkarte. Und die meisten Töpfe sollen Starterkarten sein, um eure Engine zum Laufen zu kriegen. Und diese Karte benötigt halt ein Setup, was es euch nicht erlaubt zu starten.
Bei der Karte könnte man sogar sagen, es macht nicht wirklich Sinn, die auf 3 zu spielen, weil ihr die eigentlich im First Turn gar nicht aktivieren könnt und wollt. Deshalb ist das so eine Two-Off-Karte. War auf jeden Fall keine schlechte Karte. Also verdient einen Platz Nummer 4 für den Topf der Trägheit. Machen wir weiter mit wohl einer der bekanntesten dieser neuen Kopfkarte, weil es einer der ältesten ist. Das ist nämlich eine Karte, die kam 2016 raus, in The Dark Illusions. Und die Rede ist natürlich vom Topf der Begierden, Pot of Desires. Richtig, richtig starke Karte. Auch da wieder keine Restrictions, ihr könnt machen, was ihr wollt. Was macht denn der Topf der Begierden? Verbanne die obersten 10 Karten verdeckt von deinem Deck, ziehe 2 Karten. Du kannst nur einen Topf der Begierden pro Spielzug aktivieren. Diese Karte ist also das, was dem Topf der Gier am nächsten kommt. Denn ihr könnt die immer aktivieren, es sei denn, ihr habt natürlich keine 10 Karten mehr im Deck, was, sagen wir ehrlich, sehr unwahrscheinlich ist. Und ihr könnt die dann nur einmal Spielzug aktivieren. Aber ansonsten ist die wie Pot of Greed, 2 Karten ziehen, was es quasi erlaubt, dass sie wirklich in Phoenix gespielt werden kann. Wo die nicht gespielt werden kann, ist, wenn ihr extreme Engine Pieces braucht, die in eurem Deck sind, was, wenn wir ehrlich sind, im aktuellen Meta so ziemlich der Fall ist. Das heißt, ihr könnt die nicht in so krass vielen Decks spielen. Auch da wieder, Zudeck ist ein cooles Beispiel, weil da könnt ihr die Karte auf jeden Fall spielen. Und da ist sie auch gut. Aber jetzt Sachen wie Dragonlink, Shadow und sowas alles, da macht es jetzt nicht ganz so viel. Auf jeden Fall Topf der Begierden eine sehr coole Karte. Und die Facestone Menschen Karten kriegt man aber eigentlich nicht wieder zurück. Deswegen macht das wieder so ein bisschen. Und damals gab es halt ein krasses Meme, dass die Karte ein Neck-9 ist. Was natürlich komplett dumm ist. Die Karte ist ein +1, eine richtig, richtig gute Karte. Verdienter Platz Nummer 3 für den Topf der Begierden. Kommen wir zur nächsten Topfkarte. Diese Karte hat das letzte Format geprägt, also die letzten 3 sogar, weil diese Karte ist richtig stark in verschiedenen Decks. Und die Karte, von der ich rede, ist der Topf der Extravaganz oder halt Pot of Extravagance. Ja, ist halt eine coole Karte. Die Karte hat den folgenden Effekt. Am Beginn deiner Main Phase 1 verbanne 3 oder 6 zufällige verdeckte Karten von deinem Extra-Deck verdeckt. Ziehe eine Karte für jede 3 verbannte Karten. Für den Rest dieses Spielzuges, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, kannst du keine Karten durch Karteneffekte ziehen. Ja, die braucht Karten vom Extra-Deck. Und das ist für viele Decks ziemlich doof. Also für so ziemlich alle Combo-Decks, Pass, für alle Control-Decks, die wirklich gar nicht in Extra gehen, richtig stark. Sogar manche Combo-Decks oder so Mid-Range-Decks können die halt gut spielen, wie Dinos zum Beispiel. Wobei, dazu kommen wir noch, weil es gibt eine Karte, die da besser funktioniert. Aber die ist halt in Alter Geist immer noch ziemlich gut, weil die wirklich die Karten more valued, also das Plus von der Karte, nämlich die ist auch ein +1 logischerweise, als eine bestimmte Karte zu bekommen. Dazu kommen wir gleich, wenn wir beim nächsten Karte sind. Die ist halt wirklich richtig stark. Die ist auch immer noch richtig gut. Die hat einen Reprint bekommen, Entombed Chaos, ist also auch nicht mehr ganz so teuer. Könnt ihr natürlich verschiedene Decks mal spielen, wenn ihr wirklich ein Rogue-Deck spielt, was nicht auf das Extra-Deck angewiesen ist. Richtig gute Karte. Auf jeden Fall spielen. Das war es auch schon zu Topf der Extravaganz. Gibt es nicht viel mehr zu sagen. Solide Karte, solider Platz Nummer 2. Kommen wir jetzt zur besten Topfkarte, die ihr aktuell spielen könnt. Und das ist, nicht überraschend, Topf des Wohlstands. Diese Karte ist unglaublich gut. Das ist natürlich Pot of Prosperity. Diese Karte ist unglaublich cool, weil die euch viele Karten sehen lässt. Aber zuerst einmal lesen wir uns den Effekt durch, was die Karte überhaupt kann. Verbanne 3 oder 6 Karten, die du bestimmst, von deinem Extra-Deck verdeckt. Für den Rest dieses Spielzugs, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, wird der Schaden halbiert, den dein Gegner erhält. Zusätzlich grabe die obersten Karten deines Decks in Höhe der Anzahl der verbannten Karten aus, füge deiner Hand eine der ausgegrabenen Karten hinzu, lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Du kannst nur einen Topf des Wohlstandes pro Spielzug aktivieren. Du kannst in dem Spielzug, in dem diese Karte aktiviert ist, keine Karten durch Karteneffekte ziehen. Wow, das ist ein langer Text, brechen wir kurz einmal runter. Also ihr banisht quasi 3 oder 6 Karten von eurem Extra-Deck verdeckt. Dann könnt ihr die obersten Karten von eurem Deck auswählen, je nachdem was ihr verbannt habt, also wie viele. Und dann könnt ihr euch eine von den Karten hinzufügen. Ihr könnt in der Runde keine Karten durch Karteneffekte ziehen, was ziemlich doof ist. Aber ansonsten habt ihr quasi Free Range und der Gegner bekommt halben Kampfschaden. Aber diese Karte ist im Endeffekt ein besserer Pot of Duality. Denn ihr könnt auch theoretisch 3 Karten wünschen, 3 Karten ausgraben, eine von nehmen. Und das ist halt richtig stark, weil ihr könnt Spezial beschwören. Aber das wirklich unglaublich coole an dieser Karte ist, ihr könnt mit einer Karte 6 Karten sehen. Und 6 Karten in Hügel zu sehen, ist für die Konstanz so unglaublich gut. Das heißt, wenn ihr Powerspells habt oder einen Kartenstarter, spielt die Karte. Die Karte ist unglaublich gut. Die Karte geht nicht plus. Definitiv nicht, aber sie kriegt euch die Keykarte, die ihr braucht. Und die Karte geht plus, denn ihr könnt zwar nicht mehr ziehen, aber ihr könnt adden. Und das wie ihr wollt, und das ist halt richtig stark. Die Karte in Dinos zum Beispiel ist unglaublich strong. Die Karte in Shadol ist richtig stark, um dann diese Diener auf die Hand zu bekommen. Die Karte in Dragonlink ist auch gut spielbar.
Ihr müsst aufpassen mit den 6 Karten, das könnte manchmal böse werden, aber die 3 Karten könnt ihr eigentlich immer banishen. Und natürlich auch in so Sachen wie Elchling zum Beispiel, ist sie halt richtig gut, um eure Ente zu bekommen, weil das Ex-Deck braucht ihr nicht wirklich, ihr braucht Zeus und das war's eigentlich. Vielleicht ein paar Link-Spiders, aber mehr braucht ihr eigentlich nicht. Diese Karte ist also richtig stark und ist mit Recht auch die beste Karte, die ihr spielen könnt in euren Decks. Das war's aber auch schon mit meinen 6 Töpfen, die ich für euch heute habe. Lasst mal in den Kommentaren da, was ihr von den Töpfen haltet. Welche seht ihr als die beste Karte an? Welche spielt ihr vielleicht in euren Decks? Ich persönlich spiele bis auf den Topf des Wohlstandes eigentlich alle Karten, weil ich Topf des Wohlstandes nur einmal besitze und auf eins macht der nicht wirklich viel Sinn. Dann war's fürs heutige Video. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.